Das war das letzte fucking Bild, wo der nackt ist. Guck nicht so angewidert. Ich hätte nicht gedacht, dass er so anstrengend ist. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, Mara und ich, wir haben in letzter Zeit schon öfter zusammen fancy Fotos gemacht. Und wir haben uns gedacht, heute taken wir das Ganze onto the next level. Yes. Nämlich machen wir heute was? Wir machen eine Instagram-Challenge. Wir haben uns zwei Leute ausgesucht und von denen stellen wir die Fotos nach und gucken, wer besser ist. Richtig so. Ja, wer mich kennt, ich liebe die Herausforderungen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir... Er lernt nicht draus. Er lernt einfach nicht draus. Machen wir daraus einen Wettkampf. Ich habe mir folgende Person ausgedacht. Ich gebe euch mal einen Hinweis. Vielleicht kommt ihr drauf. Cringe nicht so hart, Mara. Leute, ihr könnt ja mal jetzt auf Stopp klicken und mir in die Kommentare schreiben, von wem ihr glaubt, dass ich den kopiere. Ich habe mir Noah Centineo ausgesucht. Warum habe ich ihn mir ausgesucht? Erstmal, weil er hot ist, so. Let's say it as it is. Ja, ich habe jemanden ausgesucht, den niemand kennt, weil ich keine berühmten Namen nutzen möchte. Um mich hochzuziehen. Um mich daran hochzuziehen. That shade. Ey. Leute, ich würde sagen, das war's und wir fangen jetzt einfach an, oder? Ja. Gut, 1, 2, 3. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich an Outfits bereitgelegt habe. Noah ist zum Glück nicht, wie sage ich es, ohne offensive zu wirken, aber nicht so die Style-Ikone, let's put it that way, wobei das ist schon ziemlich iconic. Aber ja, ich habe halt eine schwarze Jeans, ein Pulli und ein weißes T-Shirt. Ich meine, mir kam das ganz gelegen, weil ich auch nicht die Fashion-Ikone bin und von daher war alles das, was er trägt, auch in meinem Kleiderschrank. Und jetzt machen wir noch kurz, weil er so irgendwie so einen Lockenkopf hat und ich probiere jetzt mal, ob ich das hier auch ein bisschen locken kann. Let's see how that goes. Oh, fuck. Oh, Mann, Alter, wie unfähig bin ich denn? Happy? Ja. So, wir sind jetzt bei unserer ersten Location angekommen. Das ist das Bild, das wir versuchen nachzustellen. Bitch, finde mal Baumstämme in einer Reihe so. Wir haben das gefunden. And I don't think it's gonna get better than that. Also, probieren wir das jetzt einfach. Ja, ready? Let's go. Dann los. Warte, ich muss ja jetzt spiegelverkehrt denken, oder? Genau, also dein rechtes Bein ist sozusagen vorne. Ja, so, also von der Position. Ja. Also mehr so. Also so. Er macht eher so. Fuck, meine Beine tun so weh, ey. Das ist das Bild, was wir jetzt gemacht haben. Ich werde es nachher noch ein bisschen nachbearbeiten und dann wird's poppen. So, wir sind jetzt hier. Ich zeig euch mal kurz, wo wir sind. Da ist Mara. Sie steht da nur. Hier ist Wa'a. Und wir hoffen, dass jetzt nicht zu viele Leute uns weird angucken. Aber Mara und ich sind schon an dem Punkt angekommen, wo wir jegliche Scham verloren. So, und da, das ist jetzt die schnieke White Wall, die wir uns ausgesucht haben, um dieses Bild zu machen. Gut, ja, da würde ich sagen, starten wir jetzt einfach und ich freue mich total, dass diese Bitch wieder fast nichts anhat, denn es ist kalt. Der Typ weiß nicht, wie man sich anzieht. Keine Schuhe, kein T-Shirt. Hat der auch keine Schuhe an? Gott. Weiß ich nicht. Ich hoffe, man sieht aber die Füße nicht. Würde nach ihm klingen. Schmutzig. Du weißt, dass du es in dem Moment catchen musst, wo die Steine runterfallen, ne? Bei drei, ja? Mhm. 1, 2, 3. Oh! Ich glaube, das war das Letzte. Oh, sieht man die ganze Zeit meinen Arsch? Naja. Das war das letzte fucking Bild, wo der nackt ist, deswegen Halleluja. Ich bin auch froh. Endlich kann sich Dennis wieder anziehen. Hier sind jetzt auch keine mehr. Sind alle geflohen. So, wir sind jetzt bei Bild 3 angekommen und bitch, it's a sacrifice. Der Typ Noah hat nämlich den Scheitel auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss jetzt meine Haare auf die andere Seite machen und ich trage die dann nie. Und keine Ahnung, wenn du auch ein Typ bist oder auch du, oder? Wenn du eine Seite hast, it's weird. Ja. Gott. Was sagst du? Ja? Besser wird's nicht. Wow. Ich glaube, das heißt, das Bein ist oben. Was macht der? Also, der ist so eine unnatürliche Pose. Wie ist er darauf gekommen? Schwierig. Irgendwas stimmt noch nicht, aber ich weiß noch nicht was.
guckt mich so angewidert. Ich sehe nicht mal dein Gesicht, aber ich weiß, dass du angewidert guckst, weil ich dich kenne. Zwischenstand? Wir sind jetzt 4 Stunden unterwegs und haben die Hälfte. Es ist wirklich so, normalerweise läuft man durch die Stadt und guckt sich die Stadt nie an. Und wenn du jetzt nach etwas suchst, bist du so, Bitch, what? Wir tragen gerade Möbel von Maras Wohnung zu meiner Wohnung, weil wir zwar die Möbel brauchen, aber das Licht leider nicht gepasst hat. Deswegen machen wir jetzt hier gerade Mini-Umräumung. Ihre Mutter war schon so. So, wir sind jetzt beim vorletzten Bild angekommen. Das ist das Foto. Wir haben dafür hier den Tisch von Maras Mutter gesneakt und hocken jetzt in meinem Räumchen. Wir versuchen jetzt dieses Foto zu machen, ey. Keine Energie mehr, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Also, wir fangen mit dem oben einfach an, ne? Oben links. Das heißt, ich muss in die Richtung gucken, oder? Ja, mach den Kopf nochmal weiter nach hinten. Ja. Ja? Und guckt er in die Kamera oder an der Kamera vorbei? In die Kamera. Nicht ganz so geschockt. Lass deine Ellbogen da! Egal. Ja. So, jetzt? Linke Hand, andersrum. Ja, nicht so wütend. Ja, so. Ja, genau. Albi kriegt sie nicht zu essen. Ja. Rechter Arm liegt. Das ist ja richtig behindert und gar nicht aus wie das Foto. Das ist zu bescheuert aus. Ja, ich meine, it is what it is. Ja, das war richtig gut, glaube ich. Hä? Funny. Das ist genau das gleiche Bild. Guck mal, selbst die Grübchen um den Mund und so. Komm mal. Das ist das Bild. It's good. Accurate. It's fine. Fine work. So Leute, wir sind jetzt beim letzten Foto angekommen. Das ist dieses Bild. Ich habe natürlich die vegane Variante daraus gemacht. Ne, denn Bacon und Eier gibt's nicht auf meinem Tisch. Bei mir sind es Tomaten und Salat und alles. Aber Veganer essen nicht nur Salat. Das sieht dafür hübsch aus. Cool. Good, let's go. So, Leute. Ich zeige euch jetzt alle Bilder in der finalen Version neben dem Original. Ich zeige euch jetzt eins kurz von Mara. So, wenn ihr sehen wollt, wie wir das gemacht haben, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Da haben wir von Brittanelle. Die haben wir als Vorbild genommen und haben sie dementsprechend fotografiert. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben von 1 bis 5, wie akkurat ihr das Foto findet. 1 schlecht, 5 richtig gut. Und das gleiche macht ihr dann bei Maras Bildern auch. Und dann gucken wir, wer am Ende mehr Punkte bekommen hat. Ja, ja? Machen wir so. Cool, gut. Dann ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich habe zu danken. Es war todesanstrengend, aber ich fand trotzdem, was lustig war. Oder es hat voll Spaß gemacht, oder? Ja, so die letzten 10 Minuten waren Cancer. Yo, vielen Dank an Janik für den Schnitt dieses Videos und dann geht ihr jetzt alle zu Mara und wir sehen uns am Freitag wieder. Haut rein, Leute, bis dann. Ciao.